Ja, einen wunderschönen guten Morgen bei uns. Morgen. Wir sind wieder mal im Lungau, in Lungonien. Das sieht man, weil wir sind so warm angezogen. Genau, es ist kalt wie immer. Ja, ganz genau sind wir in Mur. Und heute richtig lässige Tour, Skitouren gehen. In seiner ursprünglichsten Form. Da, wo relativ wenig los ist, wo man abseits der Zivilisation ist. Und wo man selber unsere Entscheidungen treffen müssen. Aktuell sind wir da jetzt beim Obergaunitschhof. Da war der Parkplatz für die Tour. Da wo man weggeht, ist ein Backen- und Haltenverbotstafi. Bitte, wenn ihr da herkommt, fragt bitte in den Bauern, ob es okay ist, dass ihr euch da herstellen dürft. Bezüglich der Tour war es also so, das ist eine Tour, die heißt Kesselspitz, eben in der Mur nicht am Darum, ist eher wenig begangen. Und wir haben uns ein bisschen vorgenommen, dass wir auch wieder Tourengängern, die jetzt keine Mainstream-Geschichten sind, sondern einfach selten besucht sind. Zum einen, weil wir auch wieder auf das Lawinenthema sensibilisieren wollen. Wir haben ein paar Lawinenvideos online gestellt oder wo halt das Thema behandeln und merken, die haben fast keinen Zuspruch. Wir haben uns einen Kopf gemacht, woran das liegen könnte, und wir glauben unter anderem, viele Leute gehen so Mainstream-Sachen, wo sie tausend andere aufgeblogen und dann kommt so das Gruppengefühl, in der Gruppe ist man sicher. Und wenn 100 aufgegangen, dann kann sich ja nichts fallen. Und da liegt es einfach falsch. Und vielleicht sucht ihr euch wieder Skitouren oder suchen sie ein paar wieder Skitouren, wo weniger los ist, wo selber Entscheidungen getroffen werden müssen. Weil Paradebeispiel im Frühjahr, der Hochahn. Keiner macht einen Gruppencheck, keiner denkt nach, ob es wirklich geht oder nicht, sondern der Schaf findet dann einfach 200 Leute auf. Und wenn sich der Hochahn eines Tages dann doch mal anders überlegen sollte, dann sind einmal 100 Leute unter der Lahn. Insofern, unser Appell an euch, sucht euch vielleicht wieder ruhigere Sachen, weil für das habt ihr euch den Sport da ausgesucht. Und sucht euch auch Sachen, wo es eigenverantwortlich um den Dumpf stapfen müsst, weil eben keiner da ist, den ins Blöd hinterher stapfen könnt. Und jetzt dann viel Spaß mit der Kesselspitz im wunderschönen Lungau. Im kalten Lungau. Sehr kalt. Naja, jetzt haben wir einen. Forststraße. Ja, jetzt haben wir die Forststraßen hinter uns. Und jetzt geht's ins Gelände. Das sind keine Lungonen, sondern Waukorner. Wie man das so schön im Lungau sagt. Fiese, gemeine Waukorner. Was ist jetzt oder der Bann? Ja, beides. Also wir sind da jetzt gerade im Aufstieg, kreien da aktuell über zwei alte Lawinenkegel drüber, die nicht einmal so klein sind. Einer ist da direkt vor uns gekommen, geht da so der Kegel rein. Und der andere ist rechts über den Graben. Beide treffen unten zusammen. Und das ist, wenn man bedenkt, wir haben gar nicht so viel Schnee gehabt, ja. Und da liegen
Massen herunten. Also für das Batzel Schnee, was wir gehabt haben, sind das gescheite Riedeln. Bedingt natürlich auch durch das Topografische, das eine ist eine vereiste Rinn rechts von mir, wo oberbei wahrscheinlich ein halbwegs offener Hang ist, Triebschneeproblem, und dann wird es gerissen sein. Und vor mir eben auch vereiste Steinflächen, wo es wenig Halt hergibt, und das wird wahrscheinlich dann die Sekundärlawine gewesen sein. Das heißt, zuerst wird die rechte gekommen sein, und dann ist die linke gekommen aufgrund von der Erschütterung. Ist aber wie gesagt nur Vermutung. Also. Aber so kann es gelaufen sein. Da haben wir ganz spezielle Spitzkern. Ja, vor allem mit den langen Latten. Das hat einfach mit Standard-Skidur nichts mehr zum tun. Dein Wort zum Wald? Der ist scheiße. Ja. Also der ist echt mühselig und irgendwie warsch. Nichtsdestotrotz, da geht man ein Stück laufen. Dann kommt man auf so einen Pseudosteig. Von einem Pseudosteig kommst du zu so einer Hitten oder was das sein soll. Und dann offenbaren sich auf einmal so orange Pfeile. Was das genau darstellen soll, wissen wir nicht, aber die schauen so aus. Jetzt orientieren wir uns einmal nach dir ein wenig, weil das kommt vielleicht der Weg durch auf den See. Ja. Ja, ich war ja eh schon mal um, das Übereck. Es wird nachher schon langsam ein bisschen besser, aber der Schnee ist heute drunter extrem rutschig, eisig, haschig. Also, Gelände ist echt schön, also landschaftlich, aber zum Gehen sehr schwer zum Einschätzen. Teilweise extrem Spitzkerngelände und von der Lawinensituation her sowieso. Muss das einfach 100% passen, wenn man da raufgeht. Da seht ihr das extrem Spitzkerngelände. Hinter dem Andi Rumpizoi. Sauber. Wir sind jetzt aus dem Waldstück heraus. Wir sind da bei so einem Art Unterstand rechts vom Graben. Da hinten ist der Hang, der uns ein bisschen Kopfzerbrechen macht im Aufstieg. Genau unter den Hang geht es durch. Wir haben da zum Teil felsdurchsetztes steiles Gelände mit Grasnarben dazwischen. Und da halt auch wieder steile Grasnarben bis plattige Felsen, wo ich wieder was daherkommen kann. Also der Hang ist eher schwierig, bis gar nicht zum Einschätzen. Das ist aber so ein bisschen ein Wackelkandidat. Ja, für uns geht es jetzt in die Richtung weiter, wo der Franz da so umstapft. Oder reizt am Gleit. Wir sind da jetzt noch oberhalb wieder vom Wald. Kuffern da gerade rauf und stellen fest, dass die Tour eigentlich gar nicht so unohne ist. Die wirkt recht harmlos, aber partiell ist da holla die Waldfee. Wenn man da jetzt so schaut, wo das Baumeier steht, da ein paar Meter unterbei bzw. ein Meter links vom Baum, da liegt ungefähr ein Meter Triebschnee rein. In einem nicht steilen Gelände. Fakt ist aber, wenn es geht, dann kommt es bis da oben, wo wir zuerst die Lage gefilmt haben. Also schaut dann eher eine Mauer aus. Ja, so ist es. Oder Franz? Ja, ziehe ich auch. Obwohl eigentlich nicht steil. Keine Ahnung, sind wir da bei den 30 Grad ungefähr. Zwar haben wir heute, aber da muss dann Sicherheitsabstand, einen Entlastungsabstand lassen. Und sowieso überlegen, wie weit das überhaupt gehen kann. Ob wir überhaupt raufkommen, das ist für mich gar nicht sicher. Also, wie gesagt, eigentlich
keine schwere Tour, eher eine Kindergartentour. Aber eine Kindergartentour mit gewissen Tücken. So, da vor uns geht es jetzt rauf. Man sieht es im Video nur schlecht. Da rechts, links von den zwei Steinen, war eine Möglichkeit zum Aufstehen. Ist aber so eine leichte Rinne, eine leichte Mulden. Oberbei, da kurz unterhalb vom Schotten, ist ein Hangerl, das ist Triebschnee eingelagert. Insofern werden wir das da rauf bleiben lassen. Und wir werden da links die Varianten nehmen wir, bei links von dem Stein vorbei, bei den Schrufen vorbei und dann rechts auf den Riedl rauf. Ist safer. Es ist nordseitig, von Süden her hat es eigentlich da einen Triebschnee eingeblasen und wir müssen es nicht übertreiben. Triebschnee! Ja, dahinten sieht man es jetzt schon, die Kesselspitze, die Mur. Da unten sind wir hergekommen und da kommt der Franzi. Hinter mir das Silbereck. Von da unten sind wir raufgekommen. Vor mir der Andi. Und jetzt geht es zur Altenbergscharte rauf. Überall einblasen heute. Hinter Fotzigs Gelände. Franzi und ich, wir sind jetzt auf der Altenbergscharte, kurz unter dem Gipfel. Franzi, erzähl uns was. Ja, es ist wunderschön da. Wir sind da heute eigentlich genau auf der Grenze zwischen Salzburg und Kärnten. Lungau und Kärnten, da drüben ist die Malteiner Sonn, also das sind die Malteiner Sonnenblicke. Das ist übrigens der östlichste 3000er in den ganzen Alpen. Und ja, es ist ziemlich betrogen gewesen da rauf. Nordseitig, sehr viel einblasen, voll zum Aufpassen. Bin froh, dass wir jetzt dann herum in der Sonne sind. Ja, und jetzt sind wir mal auf dem Gipfel rauf. Genau, an die müde, an die schlafen. Ja, ungefähr 100 Höhenmeter über der Altenbergscharte mache ich jetzt einen Skidepot am Rucksack um. Nach wie vor voll in der Sonne. Ich bin zuerst über den Südhang rauf und dann da rausgequert. Noch ein paar Spitzkern raufgegangen. Hinter mir der Oblitzen, den wir damals kombiniert haben mit dem Silbereck. Und ja, jetzt geht es da noch rauf.
Der Andi kommt auch leider her. Zuerst hätten wir einen Flankerl gefunden zum Aufgehen. Aber das ist so gekischt. Das tut nicht. Jetzt quälen wir uns zu Fuß auf über den Grat. Da oben, der Franzi. Naja, ist ein Scheiß. Hilft nichts. Schinderei. Aufstieg. Und da gangst du dann oben in der Flanken. Aber wahrscheinlich nicht geil, sondern bockhart. Dann da wieder zurück zu Schorten. Jawohl. Jawohl. Der Berg ist aus. Ja, brutal. So eine Schinterei heute. Jawohl! Yeah! Wir rufen es an den Berg. Max und Moritz, diese beiden. Was fühlen Sie? Jetzt sind wir oben, ein bisschen ein Stückchen. Und dann werden wir in den Südhang reinfahren und zur Altenbergschatten um und den Aufstiegsweg wieder retour. Die Flanken ist oben um die 40 Grad steil und nachher gute 35. Da unten seht ihr sie, das ist dann praktisch das Auslaufgelände unten. Das ist das Pöllertal.
rechts von der einen Stelle, wo wir aufgestiegen sind. Ja. Mittlerweile wird es mit dem Filmen ein bisschen schwer, mit dem Skifahren auch. Der Untergrund ist recht wechselnd und wir sind halt auf der Nordseite. Die Sonne geht jetzt auch schon unter, es wird schon arg finster. Der Bull von Franzi ist unterwegs! Null im Tango! Der Wald hat in sich, ne? In jedem Ort gibt es mindestens 100 Baumumarmbeauftragte. Baumwulfer. Baumwulfer, ja. Ich
Jetzt sind die Funken geflogen. Hey, wir sind wieder gut im Schatten angekommen. Wir waren eigentlich mehreren Tage im Schatten auf der Nordseite unterwegs. Andi, Fazit zur Tour? Ja, eigentlich. Ich glaube, wenn die einen schönen Schnee hat, ist sie ganz cool. Wir haben es aktuell schneetechnisch wirklich hart erwischt. Vor allem auch mit den Lawinenkegeln war das jetzt nicht so geil. Was mich ein bisschen irritiert an der Tour ist, ich tue mir da ein bisschen schwer mit einschätzen, gerade so in dem Bereich von dem Lawinenkegel, wenn es einen guten Schnee hat, wie safe ist das? Weil das Zügelwerk, was da oben bei ist, Felsdurchsitzgelände, Großmatten und, einfach echt schwer zum Kalkulieren ist, ob da was rutscht und wann da was rutscht. Weil das meiste sind einfach so kleine Schneebrüche, die auf die Schneedicken fallen und dann habe ich relativ viel mitnehmen. Ja, wie gesagt, relativ schwer zum Kalkulieren der Teil, aber so wie heute eigentlich safe, weil eh schon alles rund und auch nicht nur Schnee. Ja, ja. Mein Fazit. Und sie zirkt bis auf zum Gipfel schon. Ja. Steigeisen schonen grundsätzlich nicht, aber natürlich auch je nach Verhältnisse. Und wer die Tour nachmachen will, müsst ihr natürlich auf eigene Faust alles selber einschätzen. Ziemlich komplex das Ganze. Nordseitig halt. Genau, nordseitig. Ja, das war es soweit gewesen. Wenn es euch gefallen hat, gerne wieder Daumen oben da lassen. Und wenn du noch nicht dabei bist, würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und die Glocken aktiviert, dann verpasst ihr nichts. Danke. Ja. Glocke aktivieren. Ding. Genau, ding dong. Dankeschön, ciao für den Tag.